Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Build Azkaban mit mir, dem königlichen DagiLP, der endlich seine Krone wieder hat. Leute, oh mein Gott, die letzte habe ich ja in der Nether Arena, soweit ich weiß, verloren. Da wurde ich ja einfach mal in die Lava geklatscht von irgendwelchen Leuten und da habe ich ein bisschen geweint und die liebe Carmen hat das dann gesehen und hat mir eine neue Krone geschenkt. Und deswegen würde ich mich jetzt gerne am Anfang der Folge ein bisschen bei ihr revanchieren, aber bevor ich das mache, sei einfach nochmal ganz kurz erklärt, was wir hier machen, was das alles hier zu bedeuten hat und was wir vorhaben. Denn wie ihr sehen könnt, gestern im Livestream, also für mich war der gestern, für euch ist der jetzt wahrscheinlich schon eine Woche her, haben wir hier diese Insel mit insgesamt, ich glaube, 6 Leuten abgebaut oder zum größten Teil abgebaut und dabei unglaublich viele Ressourcen gefarmt. Man sieht hier einiges an Erde, an Steinen und das ist nicht die einzige Kiste, Leute. Hier ist noch mehr und hier ist noch mehr. Und da ist noch mehr. Und da ist noch... Ja, noch... Wow, da ist eine... Okay, wer auch immer die da vergessen hat, jetzt gehört sie mir. Dann haben wir hier noch... Und Moment mal, da ist sogar eine Lotte drin. Ein roter Rucksack. Warum auch immer. Eigentlich darf ich gar kein Rot tragen, weil ich bin Hufflepuff, aber egal, da ist ein Rucksack drin, Leute. Da kümmere ich mich später drum. So, hier haben wir noch Steine, da haben wir noch Sachen, da haben wir noch Sachen. Und da natürlich die liebe Carmen, die hier wieder mit fleißig am Helfen ist. Und ich würde sagen, weil Carmen mir hier zuletzt Duggies Krönchen gegeben hat, wo sie dazu geschrieben hat, pass mal besser auf deine Sachen auf. Genau, habe ich mir gedacht, ich gebe Carmen heute diese Krone hier. Eine, ja, Königinnenkrone, würde ich sagen. Und damit kriegt sie auch, wie versprochen, ihr allererstes Autogramm. Weil sie hat zu mir gesagt, Daniel, wenn ich dieses Plugin einfüge, musst du mir aber versprechen, dass ich das allererste Autogramm bekomme. Und ja, das werden wir jetzt auch mal an dieser Stelle machen. Zumindest, wenn ich das noch einigermaßen hinbekomme. So, sie freut sich, glaube ich, schon. Slash sign. So, und jetzt das Und-Zeichen und das E, glaube ich, war das, für die Farbe Gelb, weil das soll ja gelb geschrieben werden, weil ich bin DagiLP. So, jetzt muss ich mir natürlich noch einen Text überlegen, den ich dazu schreibe. Und ich, schreibe mal dazu für die toolste Server, Macherin, Roffel, lol. Und ein kleines Herzchen muss auch dazu, Leute. Das ist wichtig. So, jetzt entern wir den ganzen Kokolores einfach mal. Sign, das Item wurde erfolgreich signiert. So, dann wollen wir Carmen mal das Item geben und gucken, wie sie sich freut. So. Oh. Oh, ich bin mal gespannt. Sie zieht sich das Krönchen jetzt wahrscheinlich direkt an, oder? Juhu, Carmen trägt ein Krönchen. Oh, da muss ich mich mal direkt neben sie stellen. König Duggy und Königin Carmen hier auf dem Server. Ja, eingebildet sind wir auf jeden Fall nicht. Ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal hier im Text weiter, weil wir wollen ja heute in Azkaban ordentlich weiterkommen. Das habe ich ja auch im letzten Livestream gestern, also für mich gestern, ich sag's immer wieder, aber es ist wichtig zu erwähnen, damit wir hier nicht einen Fehler im Raumzeitkontinuum bekommen. Genau, ich würde gerne heute an der Außenmauer weiterbauen. Bitte, bitte, Carmen, kein Problem. Und dafür werden wir uns jetzt hier erstmal die Steine ranholen, denn die müssen natürlich als allererstes eingeschmolzen werden und daraus muss dann Clearstone gemacht werden. Aber auch ohne diese Steine, denke ich, haben wir jetzt erstmal genug Ressourcen, weil ich habe auch noch in Azkaban selber einige Clearstones, die schon, ja, bereit sind und die eigentlich nur darauf warten, verbaut zu werden. Deswegen machen wir es jetzt einfach mal so. Ich fliege jetzt direkt rüber Richtung Azkaban. Carmen weiß auch schon ungefähr, was es zu tun gibt. Und, ja, dann werden wir jetzt die Steine, die schon geschmolzen sind, rausnehmen, die anderen Steine wiederum da reintun und in der Zwischenzeit werde ich einen ganz, ganz kleinen Cut machen, Leute. Nur um, ja, es zu schaffen, dass wir gleich auch ein bisschen Hilfe haben. Denn ich will ja auch natürlich in der heutigen Folge Unterstützung bekommen von euch, die da jetzt hier gerade auf dem Server sind und Bock haben mitzuhelfen. Und ich glaube, ja, hier sieht man schon, es hat sich hier einiges getan. Sehr, sehr viele Steine, die hier schon fertig sind. Die ganzen Öfen sind voll, wirklich bis zum allerletzten Ofen hier drüben ist alles voll. Und hier ist auch alles voll. Und die Kisten sind auch voll. Und hier ist auch alles voll. Leute, das wird heute eine sehr, sehr krasse Folge, aber ja, ich glaube, es wäre langweilig, wenn ich euch zeigen würde, wie ich hier alles raus und rein tue. Deswegen, Leute, eine ganz kurze Cut-Einlage, beziehungsweise vielleicht mache ich auch Speed rein, das weiß ich jetzt noch nicht. Das muss der Zukunfts-Duggy im Schnitt entscheiden. Also, Zukunfts-Duggy, wie hast du dich entschieden?
Ja, Daniel aus der Vergangenheit. Wie man sehen kann, habe ich mich für die Speed-Einlage entschieden, einfach weil ich immer wieder lese, dass ihr es blöd findet, wenn ich meine Folgen cutte, auch wenn es kleine Cuts sind oder irgendwelche organisatorischen Cuts. Aber ich kann es irgendwo nachvollziehen, deswegen habe ich es jetzt hier mal anders gemacht. Werde allerdings gleich doch nochmal ganz kurz cutten, weil die Zeit, wo ich dann die Leute zusammentrommel und wir die ganze Folge planen und so, das kann natürlich, denke ich, auch im Hintergrund passieren. Also könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Fändet ihr es gut, wenn ich diese ganze Planung, also was die Leute in der Folge machen sollen und so weiter und so fort, soll ich das weiterhin im Off machen, dass die Leute da halt schon vorher informiert sind und in der Folge dann nur noch arbeiten quasi? Oder wollt ihr das in den Folgen mithaben? Da bin ich nämlich selber auch nicht ganz so sicher. Ich könnte mir zwar vorstellen, dass die meisten Leute sagen, ja Daniel, mach das mal im Off, weil ist ja schon ein bisschen langweilig, weil teilweise muss ich halt auch etwas mehr Zeit investieren dafür, einfach weil das Problem herrscht, dass ich mit Schildern kommunizieren muss, denn ich bin dann teilweise hier auf dem Server drauf und möchte natürlich auch nicht die Leute spoilern, die auf dem Server mitspielen und dann eben nicht in dem Bauteam sind. Und deswegen kann ich es halt nicht über den normalen Chat schreiben. Und ich könnte ihnen zwar jeder Privatnachrichten schreiben, das wäre allerdings meiner Meinung nach ein bisschen zu aufwendig und ein bisschen zu nervig auch, weil, dann 5, 6 Leuten immer jeweils die Nachricht zu schreiben. Ich weiß nicht, ob man irgendwie Gruppen bilden kann und dann so denen Privatnachrichten schreiben kann. Generell weiß ich sehr wenig im Leben, aber ich muss mal gucken, wie ich das am besten mache. Aber ja, ich denke, das jetzt mit der Speed-Einlage ist ganz gut. Wir werden jetzt auch in dieser heutigen Folge vor allem eben bauen und ich glaube, auch in dieser kurzen Speed-Einlage jetzt gerade sollte man sehen, wie viele Steine wir insgesamt haben. Ich kann das jetzt gerade nur grob schätzen, weil ich mir selber nicht ganz sicher bin, aber ich würde mal sagen, wenn ich das mal so grob über den Haufen rechnen muss, sind wir bei ungefähr 100 Stacken, locker, also mindestens. Und ich glaube, aber das ist jetzt wirklich Glaube und ich habe echt überhaupt keine Ahnung, dass das nicht mal ansatzweise für Azkaban reichen wird, aber dass wir trotzdem so weit kommen, dass man einen deutlichen Unterschied sehen kann. Und ob ich da recht habe, das werden wir auf jeden Fall herausfinden, aber jetzt switche ich nochmal gerade ganz kurz in die Folge, denn ich habe in dieser kurzen Speed-Einlage gemerkt, dass ich leider keine Lava-Eimer mehr habe und deswegen auch nichts mehr einschmelzen kann, was natürlich wieder absolut von Intelligenz geprägt war. Aber ja, wir sehen uns jetzt im Nether wieder. Hallo Freunde! Na, ach so, das ist ja hier der Bereich, wo noch gar keiner ist. Upsala. Ja, ich habe mich jetzt hier gerade eigentlich auf eine sehr tolle Willkommensfeier eingestellt, aber ich habe vergessen, dass der, dass das Portal hier bei Let's Build Azkaban ein anderes ist als bei Let's Build Hogwarts. Naja, soll uns jetzt nicht weiter kümmern. Moment mal. Ich habe die Lava-Eimer einfach vergessen, ich Esel. Okay, geht's nochmal zurück. Tschüss! Okay, ich hole mir nochmal schnell die Lava-Eimer, Leute. Das war natürlich Absicht. Ich wollte nur nochmal kurz unterstreichen, wie schlau ich eigentlich bin oder wie dumm ich eigentlich bin. Das kann jeder für sich selbst entscheiden. Ich hole mir nochmal gerade ganz schnell meine Eimer. Genau, ich bin so ein Idiot, Leute. Wisst ihr, da sag ich noch, ja, ich muss mal kurz ins Nether, weil ich meine Lava-Eimer füllen muss. Und was nimmt der Daniel natürlich nicht mit? Genau, seine Lava-Eimer. Das ist, ja, irgendwie typisch, aber gleichzeitig auch traurig. Ja. So, ja, ich hab mir jetzt doch nochmal die Freiheit genommen, hier diesen Befehl zu nutzen, weil jetzt bin ich hier beim DA-Nether, also beim LBH-Nether eigentlich, und hier kann man genauso gut die Lava abschöpfen und man kann nochmal einen kleinen, aber feinen Blick hier auf das Gebaute werfen. Neben dem Jump'n'Run gibt's jetzt hier auch ja die Achterbahn und natürlich auch noch die Arena, wo ich letztes Mal totgekloppt wurde und meine wundervolle Krone verloren habe, Leute. Das war so sad und ich habe echt lange geweint. Naja, wollen wir uns nicht hier so lange aufhalten. Ich will ja schließlich nochmal eben meine Eimer füllen und deswegen hätte ich mir eigentlich einen Besen mitnehmen sollen. Wie war das nochmal gerade eben vorhin mit dem, klappt alles schon mit den, Leute, ich bin einfach zu dämlich. Ich nehme mir Aufgaben und vergesse dann jedes Mal die Hälfte. Das ist halt einfach nicht mehr, das ist nicht mehr traurig, das ist einfach noch, das ist einfach nur peinlich, das ist einfach Fremdscham. So, und jetzt sehe ich hier schon mal sehr, sehr viele Bereiche, die auf jeden Fall schon gut abgelootet wurden. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich hier noch an die Menge Lava komme, die ich brauche. Ja, das sieht noch ganz gut aus. Und ja, dann gucken wir jetzt mal.
Ja, das hat eigentlich ganz gut geklappt. Wir haben alle Lava einmal gefüllt und es ist auch keiner ins Wasser gefallen. Und das... Wow, jetzt wäre ich fast in Lava reingelaufen. Und das Beste an der ganzen Geschichte ist, Leute, ich habe ausnahmsweise einmal in meinem Leben richtig geschätzt und genau auf dem Platz Platz gehabt für die ganzen Sachen. Ja, genau. So, und jetzt machen wir nochmal Slash Home. Ich habe mich ja dafür entschieden, Leute, dass ich diese Befehle in den Folgen nutzen darf. Einfach, weil ich mir damit nichts ercheate, was unmöglich wäre, sondern ich erleichtere mir nur etwas, was möglich gewesen wäre. Versteht man, was gemeint ist? Also, es wäre ja nur eine Zeitfaktorfrage. Und ich finde, Zeit ist viel wert in diesem Projekt und deswegen kann man zumindest das dann eingehen. So, habe ich noch eine Axt? Nein, natürlich nicht. Ich bräuchte jetzt mal gerade ganz kurz irgendwie einen Besen und voll süß, wie die gerade alle DA in den Chat schreiben. Oh, ich einen Cuteness-Anfall. Okay, wir räumen jetzt nochmal eben hier ein paar Steine weg, wobei dann lieber eher die neuen. Ach nee, da ist ja Holz. Was mache ich hier eigentlich die ganze Zeit? Ach ja, Blödsinn. Ja, stimmt. Warum frage ich eigentlich? So, einmal die Sticks brauchen wir, dann brauchen wir einmal Weizen. So. Und dann machen wir uns daraus jetzt einfach mal einen wundervollen Besen, den ich auch überall hin mitnehmen werde und nicht nochmal den gleichen Fehler mache, dass ich den irgendwo vergesse. So, Besen im Inventar, dann einmal hier hingesetzt und dann geht's wieder rüber Richtung Azkaban und in der Zeit einmal Zeitumkehrer. Ahoi! Ein Traum, Leute. Ein absoluter Traum. So, Azkaban sollte jetzt eigentlich vor mir auftauchen. Jede Sekunde. Bald. Jetzt. Sofort, hallo? Da ist es doch. Ich wollte es gerade schon sagen, Leute. Hab schon ein bisschen mit der Angst zu tun bekommen. So, dann einmal hier Richtung Öfen und dann platzieren wir jetzt hier einmal die ganzen Lava-Eimer rein und haben damit die nächste Fuhre auch schon quasi fertig. Werden uns jetzt aber nach diesem, Umladen erstmal darum kümmern, dass natürlich auch in dieser Folge gebaut wird. Und deswegen werde ich jetzt doch nochmal einen ganz, ganz kleinen Cut machen und mir ein paar Leute ranholen. Also die Leute, die hier auf dem Server sind und gerade Zeit und Bock haben, mir bei dieser Aufgabe zu helfen. Aber ich glaube, das werden eh ein paar sein. Und ich glaube, ich mache es auch so. Ich lasse euch mal eben dabei, wenn ich gerade noch frage. Weil dann sieht man, wie die Bereitschaft dafür ist. Das ist echt krass, Leute. Das ist wirklich krass. Also kann auch sein, dass ich jetzt mich komplett vertue und dass keiner irgendwie Bock hat mitzuhelfen. Aber ja, ich denke, bei der Anzahl an Leuten, die jetzt hier gerade online ist, sollte das nicht der Fall sein. So, wer mag mir bei Azkaban helfen? Fragezeichen und ein lachender Smiley. So, dann gucken wir jetzt einfach mal. Ich werde, denke ich mal, ja, 3 oder 6 Leute, also für jede Wand eine Person, wäre schon geil. Und ja, da hat echt gar keiner Bock, Leute. Nee, niemand will. Ja, scheiße, was mache ich denn jetzt? Ja gut, ich muss umdisponieren. Cut, 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 Regisseur im Off, bitte einmal cutten. So, also, ich habe den Leuten jetzt hier soweit alles erklärt. Wir haben insgesamt, ja, 3, 4 Leute dabei. Einmal den Luca Löwe, natürlich Carmen. Dann haben wir Nikochef4 und hier noch die liebe Lexi. Ja, wie ihr gesehen habt, eigentlich hat sich keiner dazu freiwillig mit erklärt, hier zu helfen. Aber ich habe die dann halt einfach gezwungen und merke gerade, dass ich noch im Game-Mode war, weil ich das immer mache. Ich erkläre euch auch sofort, wieso, Leute, damit niemand denkt, ich cheate. Aber hier diese Schilder, um mit den Leuten zu kommunizieren, damit die wissen, halt was gemacht werden muss, die entschiede ich mir immer, weil es viel zu umständlich wäre, die alle zu farmen und weil sie eben nur zur Kommunikation geeignet oder gedacht sind und nachher bauen wir sie wieder ab und vernichten sie natürlich im Quarantänelager, also ganz klar. Und ja, nur dass ihr da Bescheid wisst. Die Leute werden jetzt jeweils immer eine Seite nach oben setzen, ich werde mir natürlich gleich auch eine Seite nehmen, habe aber gerade nochmal kurz die Aufgabe übernommen, Nachschub zu organisieren, weil ich glaube, ja, die Steine, die bereits fertig waren, werden jetzt nicht für eine ganze Folge reichen. Deswegen wissen die Leute auch schon, wenn sie keine Steine mehr haben, müssen sie einfach nur zu der Kiste hier unten laufen und dann finden sie neue. Und ich werde mich natürlich dem Baugeschehen auch sofort anschließen, sobald ich die Kiste hier ein bisschen voll gemacht habe. So, falscher Stein. So, einmal der. Dann nochmal. Und ich glaube, mit der Menge, die wir jetzt hier rauskriegen, ist das auf jeden Fall schon sehr, sehr gut. Und das war ja noch nicht mal alles. Wir haben noch mehr hier in den Öfen. So, einmal hier an die Kiste. Und ich sollte das nicht mit dem Spachtel machen, Daniel. Gut gemacht. So, und dann packen wir da rein nicht den, sondern den Stein hier. So, ein paar hebe ich für mich selber auf. Ja, das sollte, denke ich, reichen. So, dann nehmen wir uns hier die restlichen Clearstones nochmal eben raus, machen daraus auch nochmal den richtigen Stein.
Und es ist ein bisschen schade, dass die Lava-Eimer immer nur für einen Stecken reichen. Was heißt nur, das ist eigentlich auch ganz gut, aber naja, dann müsste ich jetzt nochmal die Lava-Eimer vollfüllen und das wäre zu umständlich. Dann könnte ich jetzt einfach sagen, okay, ich mach direkt weiter, mach die nächste Fuhre Steine rein. Aber ich habe jetzt keinen Nerv, nochmal Lava-Eimer dafür zu farmen. Ich glaube, das ist irgendwo ein wenig nachvollziehbar. So, die letzten Steine sind jetzt auch fertig und ich kann mich jetzt endlich dem Baugeschehen anschließen. Sonst denken die Leute nachher noch, ich wäre faul oder so, was ich natürlich nicht bin. Ich bin ein sehr, sehr fleißiges Daniel. So, wollen wir Carmen den Besen klauen? Ja, das wollen wir. Tschüss, Carmen. Nein, ich wollte den gerade klauen. Jetzt war es schneller als ich. Mensch, da will man einmal ein Arschloch sein und dann kommt Carmen und macht einem das wieder kaputt. Ja, habe ich hier noch irgendwo einen Besen? Ey Leute, habt ihr mir gerade alle Besen geklaut? Sag mal, seid ihr alle von guten Geistern verlassen? Oder von allen guten Geistern, besser gesagt. Sprichwörter kann ich halt einfach auch nicht. Dann setze ich nochmal schnell den Zeitumkehrer ein. 3, 2, 1, ahoi. So, und ja, als ob ich jetzt hier keinen Besen mehr am Start habe. Ey, ich bin der Bauer hier. Ich brauche auch einen Besen. Ich muss auch nach oben kommen, Leute. Was haben die sich denn dabei gedacht? Und warum habe ich wieder keinen Besen im Inventar? Als hätte ich das vorhin nicht schon erahnen können, dass das passieren wird. Warte, vielleicht habe ich da oben in der Kiste einen. Das wäre jetzt ein bisschen bitter, wenn ich keinen Besen... Da oben fliegt ein Besen, aber da fliegt er natürlich auch... Ah, da ist ein Besen. Sehr gut. Wollte gerade schon sagen, Leute. Das habe ich natürlich gewusst und auch so geplant. Also das war natürlich Absicht. So, ist die... Ja, die Seite hat schon jemanden... Hier fehlt noch jemand. Dann wollen wir uns mal hier um diese Seite kümmern. Also insgesamt sind 5 Leute jetzt bei dieser Bauaufgabe dabei, was ein bisschen schlecht kalkuliert ist, wenn man bedenkt, dass es insgesamt 6 Seiten gibt. 1, 2, 3, 4, 5 und da nochmal 6. Also, dass ich 5 Leute jetzt hier habe, ist halt echt, also mit mir mitgezählt natürlich. Also es sind wirklich insgesamt gesehen nur 5. Und eine Seite baut jetzt niemand weiter. Ja, also ich könnte jetzt sagen, dass das voll Absicht war und dass ich das natürlich so gewollt habe, aber das wäre gelogen und nein, das war eigentlich nur Dummheit und es tut mir leid, Leute. Bei der nächsten Folge, also es kommt natürlich jetzt auch ganz stark darauf an, wie viele Steine wir jetzt in dieser Folge hier verbrauchen, weil das ist eine relativ chaotische Folge einfach deswegen, weil ich diese Folge wahrscheinlich ein bisschen mehr gecuttet habe, was daran liegt, dass ich halt verschiedene Aufgaben erledigt habe und ich muss einfach sagen, wenn man in einer Minecraft-Folge sich verschiedenste Aufgaben vornimmt, dann kommt das so, sagt mir das zumindest meine Erfahrung, bei euch Zuschauern besser an, einfach weil es hier mehr Unterschiedliches zu sehen gibt. Aber für mich als Let's Player, der ja eigentlich Uncut spielt, ist das immer so ein bisschen schwierig. Weil wir haben jetzt hier die Steine vorbereitet, wir haben Lava-Eimer gefüllt, wir haben Carmen noch ein Geschenk gemacht, wir haben die Leute zusammengetrommelt, wir bauen jetzt auch noch. Also wir haben unterschiedlichste Aufgaben in dieser Folge übernommen. Und ja, wenn ich jetzt mir vorstellen würde, dass ich keinen einzigen Cut gesetzt hätte, dann wären wir bei dieser Folge schon bei 35 Minuten. Weil meine reine Sprachaufnahme geht 35 Minuten und die ist halt komplett uncut. Also, ja, das wäre schon ein bisschen heftig und deswegen, Leute, bitte seid nicht traurig oder enttäuscht, wenn ich ab und zu mal eine Folge ein bisschen cutte. Da mache ich das meistens aus bestimmten Gründen oder, ja, also eigentlich ist klar, dass ich das dann aus bestimmten Gründen mache, Daniel, aber ich mache es dann eben aus den Gründen, dass ich mehrere verschiedene Aufgaben übernehmen kann und natürlich auch, ja, so kann ich dann kompliziertere Aufgaben dran nehmen, genau. Und, ja, ich werde das ja nicht immer machen. Ich denke, so eine gesunde Mischung aus Cut-Folgen und normalen Folgen ist ganz in Ordnung. Und ja, bei Let's Build Azkaban habe ich ja eh gesagt, dass wir hier ein bisschen Tempo dazu gewinnen wollen. Nicht in dem Sinne, dass ich jetzt hier irgendwie Hektik verbreite oder die Peitsche raushole und hinter meinen Helfern stehe und die auspeitsche. Also das mache ich erst später. Sondern, dass ich damit eigentlich nur meine, dass wir jetzt mit diesen Helfern zusammen dieses Projekt hier wahrscheinlich, nee, nicht nur wahrscheinlich, ziemlich sicher, sehr, sehr viel schneller fertig kriegen werden. Und wir wahrscheinlich so bei Folge 200 von Let's Build Azkaban sehr weit sein werden. Und ja, genau, das würde ich halt jetzt gerne auch weiterhin so machen und dadurch eignen sich hier in diesem Format natürlich auch solche Cut-Folgen etwas besser, weil ja, dadurch auch nochmal ein bisschen der Speed angezogen wird. Das soll jetzt aber bitte nicht so rüberkommen, als würde ich jetzt hier irgendwie Hektik verbreiten wollen mit dem Projekt oder so. Das Ganze wird natürlich rein locker hier auch noch vonstatten gehen, also ich werde hier keine Hektik schieben, ich werde alles ganz entspannt machen und wenn etwas länger braucht, dann braucht es halt länger, aber ich möchte auch nicht ein so großes Format daraus machen wie
Let's Build Hogwarts, aber das habe ich ja auch schon in mehreren Folgen erklärt, deswegen Leute, sollte euch das ja eigentlich auch mittlerweile klar sein. So, die letzten beiden Stecken sind's bei mir, ich bin auch schon gespannt, ob unten in der Kiste alle Steine noch, da unten waren schon Leute, die da Steine weggenommen haben, aber mal sehen, ob ich da jetzt auch nochmal welche vorfinde oder ob ich da keine mehr vorfinde. Und ich bin auch schon mega gespannt auf den Fortschritt in dieser Folge. Also 5 Leute, die alle mit sehr, sehr vielen Steinen hier die Mauer hochziehen, das müsste doch eigentlich, ja, ein sehr krasses Endergebnis sein, oder? Was meint ihr, Leute? Seid ihr gespannt auf das Ende der Folge? Ich bin's auf jeden Fall. Und mal sehen, ob, ich dann ungefähr einschätzen kann, wie lange wir noch mit der Außenmauer brauchen, weil so eine Together-Folge ist natürlich auch super praktisch, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie schnell baut man eigentlich mit so vielen Leuten. Und, dann kann man es auch ungefähr einschätzen, wie lange das Ganze noch dauern wird, um es komplett fertig zu kriegen. So, die Aufgabe haben wir geschafft. Einmal der Besen? Besen? Hallo? Ich habe meinen Besen hier gerade hinge... Ach komm schon, nicht schon wieder diese komischen Bugs hier. Ihr habt doch gerade gesehen, ich habe meinen Besen da hingesetzt. Und jetzt ist der wieder weg. Ja toll, da muss ich ja jetzt hier... Leute, meint ihr, ich überlebe das? Nein, das überlebe ich niemals. Ich will meinen Besen wieder. Spiel, komm jetzt. Das ist nicht lustig. Jetzt haben wir alle mal gelacht, aber jetzt ist jetzt gut, ja? So, einmal der Wasseraufzug nach oben, weil eigentlich müsste ich ja hier sein. So. Hallo, Besen. Normalerweise kommt er nach so ein paar Sekunden wieder. Wahrscheinlich springe ich jetzt runter und dann ist er gleich hier oben. Ich sag's euch, Leute. Ja, ich springe jetzt mal hier runter und mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ist er da wieder. 3, 2, 1, Geronimo! Woo! Leute, ey, das habe ich sogar überlebt. Was ist denn da los? Oh, und ich wurde angeschrieben. Nick, ich porte dich sofort. Da sind wohl ein paar Leute runtergefallen. was habe ich letztens gesagt? Es ist durchaus ein bisschen schwerer, auf diesen Mauern zu bauen. Bei der letzten Folge, wo wir hier mit Leuten zusammengebaut haben, war ich auch ein bisschen verwundert, dass da keiner Probleme bei hat. Aber, jetzt offensichtlich stirbt der ein oder andere, was aber auch kein Problem ist, weil ich bin auch schon oft genug gestorben. Also, ja, Nico soll dich porten, ne? /TP Nico und Dagi LP. So, zack, da ist er. Oder sie, oder... wie auch immer. So, ich hoffe, die Person war jetzt nicht schon hier. Aber, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, gucken wir jetzt nochmal... Lol, wieso geht die... Ach, ich wollte gerade schon sagen, die Wassersäule ging gar nicht weg. Ein bisschen seltsam. So, gucken wir jetzt gerade nochmal, wie viele Steine wir in der Truhe haben. Ich gehe davon aus, dass da gar keine mehr, beziehungsweise höchstens noch ein paar sind. Aber, ja... ja, wie ich es gesagt habe, Leute, 3 Stecken haben wir hier für uns noch. Dann würde ich sagen, nutze ich die jetzt mal. Beziehungsweise, warte, wollt ihr noch einen Stecken? Ja, was machen wir jetzt? Alter, die Steine gingen schneller weg, als ich bis 3 zählen konnte. Ja, kommt, Leute, hier. Jeder kriegt nur 1 Stecken. So, zack. Guckt mal rein. Nehmt mal den 1 Stecken raus. Und dann noch 1 Stecken. So. Ja, dann hat jeder jetzt nur 1 Stecken. Das ist natürlich absolut glorreich mal wieder. Aber, wird wahrscheinlich eine ganze Folge füllen. Aber ich denke auch, jetzt sind wir insgesamt in der Folge schon einigermaßen weit gekommen. Und ich denke, man sieht auch schon einen ordentlichen Fortschritt. Und anhand dieser Steinmenge und auch der Steinmenge, die wir da hinten noch auf unserer Insel haben und der Steinmenge, die da noch in den Öfen ist, werden wir sehr, 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 sehr wahrscheinlich in der nächsten Folge noch mehr bauen. Weil ich in der nächsten Folge auch nochmal ein bisschen mehr Steine vorbereiten werde. Und ja, ein Besen wird gebraucht. Ja, verdammt, Leute. Ich habe keinen mehr. Wartet, Leute. Ich stopf mal eben kurz in die Öfen den Stein. Und dann würde ich sagen, beenden wir auch langsam die Folge. Also wir haben ja schon einiges geschafft. Für die nächste Folge werde ich dann ein bisschen mehr vorbereiten. Ich danke auf jeden Fall meinen Helfern, auch wenn es eine relativ kurze Hilfsaktion war. Aber wir sind doch, denke ich, gut weit gekommen. Und die Steine, die ich da auch zusammengecraftet habe, die wurden auf jeden Fall verbaut, was ja auch nicht wenig sind. Und jetzt bin ich gespannt, mich gleich umzudrehen und mir das Ganze mal aus der Nähe anzuschauen. Leider habe ich jetzt gerade auch irgendwie keinen Besen. Ach ja, der ist mir ja weggebackt. Ach, come on, Leute. Darf ich mir einen Besen cheaten? Ich meine, der ist weggebackt. Ich kann nichts dafür. Ich habe den nicht mal kaputt gemacht. Ich fühle mich halt so ein bisschen verarscht vom Spiel. Und das nicht nur zum ersten Mal. So, da sind noch normale Steine. Die darf ich aber, glaube ich, nicht nehmen, oder? Nee, warte mal, darf ich die nehmen? Nee, die waren von den Leuten, die hier mitgeholfen haben. Das ist asozial. Okay. Dagi, mein Besen. Ach, oh. Luca Löwe, dir auch? Mir auch. XD.
Ja, das ist halt einfach nur übelripp. Ja, dann würde ich jetzt sagen, kein Holz, kein Weizen, die Folge ist zu Ende, Leute. Und wir gucken uns jetzt allerdings nochmal gerade eben kurz von unten an, wie das Ganze hier verändert wurde und was sich hier so getan hat. Und Lexi ist offensichtlich nochmal runtergefallen. Ja, aber die Wände... Ey! Da ist mein Besen! Verarschen oder so? Ich hab's euch gesagt, Leute. Wenn ich runterspringe, wird er auf jeden Fall wieder auftauchen. Mein Besen ist auch weg, schreibt... Ja, ich glaube, wir können die Folge jetzt nicht weitermachen. Aber in der nächsten Folge werden wir ordentlich weiterbauen, Leute. Und ich freue mich da schon sehr drauf. Und ich werde vielleicht sogar mit diesen Leuten hier weiterbauen, weil... ja, also zumindest, weil sie noch ein bisschen Zeit haben. Wenn euch die Folge gefallen hat und wenn ihr nächste Folge sehen wollt, wie viel wir noch weiterbauen, dann bleibt auf jeden Fall dabei. Schaut nächste Folge am Donnerstag um 16 Uhr hier rein. Und ich bedanke mich noch einmal ganz herzlich bei meinen Helfern und wünsche euch allen als Zuschauer da draußen einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute!